MJ Update, New in My Collection Folge 6. Heute zeige ich euch ein paar Tonträger, die ich in London gekauft habe. Viel Spaß! Wenn ich in anderen Städten unterwegs bin, gehört es einfach dazu, dass ich mir die Plattenläden vor Ort anschaue. Und wenn ich Sightseeing mache in der Stadt, besuche ich auch immer oder ich versuche immer so viele Plattenläden wie nur möglich mitzunehmen. Letzten Monat im März war ich ja in London und habe das MJ The Musical besucht. Die Videos dazu gibt es bereits auf meinem Kanal mit ganz vielen Hintergrundinfos und wie die Tage dort waren. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich habe natürlich mir auch die Stadt angeschaut in diesen Tagen. Einmal bin ich quer über den Hyde Park gegangen, habe davor auch Westminster Abbey und auch ganz viele andere Sehenswürdigkeiten mitgenommen. Habe also einen riesengroßen Spaziergang quer durch die Stadt gemacht bis nach Notting Hill. Wenn man quer über den Hyde Park geht, kommt man hinten so diagonal an der Spitze in Notting Hill raus. Kommt drauf an, wie man geht. Und da ist, glaube ich, die Straße hieß Notting Hill Gate. Das ist die erste Hauptstraße, die, wenn man aus dem Hyde Park rauskommt, weitergehen kann. Und da habe ich auf der rechten Seite einen Plattenladen gefunden. Ich glaube, Music and Video Exchange hieß er. Über 3 Etagen ging dieser Plattenladen. Platten, CDs, aber auch Kassetten und natürlich ganz viel Vinyl. Und ich schaue natürlich immer bei meinen Städtetrips danach, ob es da irgendwie Michael Jackson Content, Schallplatten, Kassetten oder was auch immer gibt. Und dann zeige ich euch jetzt mal, was ich dort konkret gekauft habe. Hier haben wir einmal 3 Vinyls, die ich dort gekauft habe. Einmal eine Tamela Motown Vinyl von One Day in Your Life in einer sehr schlichten Motown-Hülle, eine 7-Inch Maxi-Single, die ich so noch nicht habe. Auf der B-Seite ist Take Me Back drauf. Als zweites eine weitere Maxi aus den erst spät und nachträglich veröffentlichten Farewell My Summer Love Album von Michael Jackson. Das erschien im Mai 1984. Hier ist die Maxi-Single Girl, You're So Together drauf. Ich wusste gar nicht, dass es davon eine Single gab. Die habe ich dort gefunden. Und auf der B-Seite ist Touch the One You Love drauf. Und eine dritte Maxi, da nochmal die klassische Beat It. Auf der Rückseite Burn This Disco Out. Also die musste es dann auch nochmal sein. Diese hatte ich noch nicht. Ich habe eine andere Version vom Beat It. In einem anderen Cover, das müsste ich mal raussuchen. Aber diese hier hatte ich tatsächlich noch nicht. Die ist jetzt nicht so besonders und auch nicht so selten. Kann man überall finden, aber hier habe ich sie auf jeden Fall mitgenommen. Die hat jetzt hier auch nur 3 Pfund gekostet. Die hat auch 3 Pfund gekostet und die auch. Also alle 3 Pfund, also 9 Pfund, ungefähr 10 Euro werden das gewesen sein. Ja, das sind 3 Maxi-Singles, 7-Inch Vinyl. Dann habe ich mir noch die britische Maxi-Single von Earth Song gekauft. Hier oben links ist nochmal eingedruckt, includes Henny's Club Experience Remix and DMC Megamix. Ich glaube, ich habe die auch schon, aber auch hier für 1 Euro, also für 1 Pfund, 1,20 Euro oder so, da konnte ich nicht Nein sagen. Da wird die einfach mitgenommen. Jetzt kommt aber mein Highlight und da habe ich mich echt gefreut, dass ich das auf Kassette gefunden habe. Und zwar das Thriller-Album auf Musikkassette in dieser Ausführung. Ich hatte früher diese Kassette, die sah aber ein bisschen anders aus, meine Thriller MC. Das war meine allererste Michael Jackson Musikkassette. Da hatten wir noch gar keinen CD-Player. Ich habe nämlich als ersten Tonträger überhaupt das Thriller-Album von Michael Jackson geschenkt bekommen. Und da war ich damals ein bisschen enttäuscht, weil alle hörten das Bad-Album und ich habe mir auch das Bad-Album zu meinem Geburtstag gewünscht.
Und meine Eltern haben mir dann zum Geburtstag das Thriller-Album geschenkt. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich die Lieder von Thriller noch nicht kannte. Ich war damals so 8 Jahre alt und ich wollte natürlich die Songs aus Bad gerne hören. Und dann bekam ich das Thriller-Album geschenkt und war erstmal irritiert und habe gedacht, was soll das? Ich will die Songs von Bad haben. Meine Eltern haben dann meine Enttäuschung doch zügig wahrgenommen und dann gab es auch das Bad-Album ziemlich schnell hinterher. Aber die Thriller-Kassette von damals, die ist irgendwann über den Jordan gegangen. Ich weiß, dass ich die noch sehr lange hatte. Ich glaube, irgendwann ist die kaputt gegangen. Ich weiß es nicht mehr. Und dann habe ich sie tatsächlich entsorgt. So als Teenager irgendwann. Dann hatte ich sie ja auch schon auf CD. Und dann habe ich mich nicht mehr darum gekümmert, die auf Kassette nachzukaufen. Und da habe ich mich jetzt sehr gefreut, dass ich das Thriller-Album in UK, ja, in einem Secondhand-Vinylladen gefunden habe. Ja. Sehr cool. Das war Folge 6, MJ Update, New in My Collection. Mehr Merch-Videos gibt's auf meinem Kanal, schaut gerne mal vorbei. Da findet ihr auch reguläre Folgen zu verschiedenen Michael Jackson-Themen, We Are the World, Chroniken zum Beispiel, oder mein Besuch von MJ the Musical, die Kingvention letztes Jahr, aber auch über das Buch Humanitarian. Guckt gerne mal vorbei, wir sehen uns wieder. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao.